Was? Wer denn? Komm mal hier. Bin wieder präsent. Ach du Scheiße, jetzt macht das schon über YouTube oder was? Ja. Ja, und so. Kann man sagen, wer das ist. Ja? Ja, jetzt macht das schon über YouTube, ey. 71. Sind Sie mit 71 Jahren gestorben? Hi, Evelyn. Einen wunderschönen guten Abend. Hi, Laura. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir sind hier nach langer Zeit mal wieder auf der alten Ruine hier. Und wollen mal schauen, was sich alles da noch ergibt. Mal wieder was Neues hören oder was Neues sehen. Oder Brot. Hallo Elisabeth, grüß dich. Laura, danke für deine Rose. Und Laura, kennst du die Location noch? Hm? Kennst du die Location noch, Laura? Zufall, würde ich sagen. Ja. Ja, die kenne ich noch. Alles klar. Das ist nämlich die Location, wo wir es auch schon mal hinterm Rücken mollig warm hatten. Was denn für ein Geheimnis haben Sie denn? Die Bohne können Geheimnis haben. Das Geheimnisse? Mehr als alles. Nur ein Geheimnis. Welche Aura fühlen Sie denn? Die von meiner Mutter oder von mir? Was tut ihr immer noch? Hi Flo. Namen Flo. Zimbilia, Labend. Millionen. Was meinen Sie mit Millionen? Und keine Präsenz. Präsenz ist weg. Da Präsenz jetzt weg ist, Leute, kann ich euch mal zeigen, wo wir die Ghostbälle haben. Da haben wir überall die Ghostbälle auf jeden Fall. Also das, was ihr da jetzt nicht erschrecken mit meinem Finger, Leute. Also das, was hier hinten leuchtet, ist auf jeden Fall eine Kerze, Leute. Carsten, danke fürs Teilen. Narbe und... Leute. Da muss ich mal kurz was gucken. Boah, das Katzfell sieht mir richtig schlecht, ey.
Das ist ein grünlich, das linke. Das sieht man richtig schlecht. Also wie das, aber kann man halt nicht verhindern. Was meinst du denn jetzt? Die Katzbeiß kann man halt wegen grünlich verhindern. Nein. Ihr könnt auf jeden Fall gerne den Stream auch teilen, Leute, indem ihr auf den Bildschirm gedrückt haltet. Dann könnt ihr den Stream an jeden einzelnen Follower, den ihr habt, an den teilen auf jeden Fall. Aber nicht immer neben dem Stream, ich hab das schon mal mit. Sandy, danke für das Flammherz. Schade. Wie gesagt, Leute, wenn ihr den Stream teilen wollt, haltet auf Wildchen gedrückt, dann könnt ihr den Stream an jeden einzelnen Follower von euch dann teilen. Erstgeborene. Erstgeborene. Waren Sie das gewesen, der Erstgeborene? Lexi, grüße dich. Hallo Lydia. So, ich auch da. Sehr schön, Lexi. Grün. Ja, wir haben hier grünes Licht und die K2. Oh grün. Ja. Und es steckt aus. Krass. Das ja, ist aber sehr schön. Wir haben hier grünes Licht und die K2 leuchten auch grün. Wenn sie Energie haben, können sie auch weiter ausschlagen lassen. Dann kommt ein gelbes Licht und ein rotes Licht. Das haben sie sehr, sehr schön gemacht. Das können sie ruhig weitermachen. Engelchen, grüße dich. K2 schlägt kurz aus. Ja. Verdammnis. Warum Verdammnis? Wir brauchen gar nicht verdammen. Wir wollen ihnen doch nur helfen. Und wir wollen sie auch nicht verdammen. Hier halt eine Ruine ist, vielleicht irgendwas krass früher passiert hier über eine Ruine und sie deswegen verdammt wurde oder irgendwie ist es wieder auch vielleicht. So Sinn machen, sag ich mal. Verflucht. Wer hat sie denn verflucht? René, danke fürs Folgen. Hat sie vielleicht ihr Kollege verflucht? Oder ihr Freund verflucht? Weil sie am Anfang doch gesagt haben, sie wären zu zweit, haben einen Freund dabei. Wer ist von euch verflucht? Soldaten. Waren hier mehrere Soldaten gewesen? Wart ihr 50 Soldaten gewesen?
der flackert schon wieder. Krass, das K2. Da ist da einer. Mhm. Können Sie das K2 auch mal mehr ausschlagen lassen? Anstatt mal nur ein bisschen? Das sieht man halt schlecht im grünen Licht, das linke K2 ist auf jeden Fall gerade ein bisschen ausgeschlagen, Leute. Wir können auch gerne ruhig in den gelben Bereich reingehen. Sehen wir sie dort? Ja, wir sehen sie, dass sie am K2 sind. Oder sehen sie uns? Wir wollen es mit dem K2 bemerkbar machen. Weil er hat gesagt, sehen wir sie dort. Also meinte er ja uns in dem Sinne. Ja, genau. Wir stehen hier und versuchen halt Antworten von ihnen zu bekommen. Sie können sich auch gerne bemerkbar machen mit K2, mit Ghostbälle oder mit einem Bewegungsmelder. Haben wir auch dort vor Ort an der Mauer liegen. Fenster. Was meinen Sie denn mit Fenster? Waren hier in der Ruine mal früher Fenster drin gewesen? Und das K2 schlägt schon wieder aus. Die ganze Zeit dann. Zu wenig. Was ist denn für Sie zu wenig? Also wenn Sie Energie brauchen und Sie noch zu wenig Energie haben, können Sie die gerne von den Gerätschaften ziehen, die wir vorne an der Mauer haben. Aber nicht von uns, das verbiete ich Ihnen. User, guten Abend. Ein Hügel. Ein Hügel. Ja, dort ist auch ein kleiner Hügel, das stimmt. Sind Sie vielleicht dort auf dem Hügel? Und hinter der Mauer, da sind auch so kleine Hügel, das ist auch richtig. Dankeschön fürs Teilen, Lexi. Schwärze. Ja, der Schatten. Schwärze. Ja, der Schatten. Verrotten. Sind Sie hier in der Ruine verrottet? Was ist das, Alter? Was ist das? Ja, wir fragen Sie die ganze Zeit. Und Sie geben uns die Antworten. Das ist gruselig, ja. Boah, für 14% war es aber ganz schön stark ausgesagt, aber. Ja. 23.
Ich bin mit 23 hier gestorben. Oder sind Sie mit 23 Jahren geboren? Ich glaube, weil die Ruine auch schon etwas älter ist, würde ich sagen, dass sie mit 23 hier, bis zum 23. Lebensjahr vielleicht hier gearbeitet hat und dann hier in der Ruine vielleicht gestorben ist. Das würde jetzt auch vielleicht zu machen. Mach mal mit dran. Meine Familie. Meine Familie. Das sind ihre ganze Familie. Brechen. Familie und Brechen. Ja. Aber mit was Abstand, aber guck mal. Guck mal, wie die Wörter hier stehen. Hier stehen die alle in so richtigen Anhebungszeiten. Und hier ist die Abstand. Hier ist Abstand. Das Jahr. Wir haben das Jahr 2024. Welches Jahr haben Sie denn da oben? Hallo Anja, grüße dich. Ist denn Ihre Familie auch hier? Ist denn Ihre ganze Familie denn hier gestorben? Das ist mal nicht wirklich rechnen, das ist ein bisschen mittig. Und das Jahr ist wieder so ganz normal vergangen. Das ist komisch. Woher kommt ihr, wenn ich fragen darf? Die Frage kann ich dir gerne beantworten. Wir kommen aus NRW. Aber wo genau aus NRW, sag ich dir nicht. NRW reicht. Bundesland kann ich immer sagen. Drei. Wart ihr auch nur Vater, Mutter und Sohn? Oder Vater, Mutter und Tochter? Wollte nicht hören. Wollte ihr Kind nicht hören? Spreche ich hier gerade mit dem Vater? Momentan haben wir ja hier... Macht mich wütend. Hat das Kind Sie wütend gemacht? Ich kann Sie verstehen, dass Sie das wütend macht. Wenn das Kind nicht hört, ist wohl klar, dass man da als Elternteil dann wütend ist. Das kann ich vollkommen verstehen. Das ist verständlich. Wenn ich ein Kind hätte, dann wäre ich auch wütend, wenn mein Kind nicht auf mich hören würde. Krass, dass die Seele direkt, ob wollte nicht hören, direkt selber sich die Antwort geben, macht mich wütend. 10. Können Sie vielleicht mal auch den Namen Ihres Kindes sagen, damit wir auch einen Namen haben? Wenn wir schon wissen, dass Ihr Kind 10 Jahre alt ist. Zehn und Präsent ist weg. Ja, würde auch für mich Sinn machen, Lydia. Würde für mich auch so, dass das Sinn macht, dass das Kind 10 Jahre alt ist. Beziehungsweise 10 Jahre jung, bist du so gesagt. Ja. Leute. Meine Frau. Was war das jetzt gewesen? Also ich habe da zwischen den Bäumen was fliegen sehen. Da ist eine Fledermaus. Nein, das war wie ein heller Schweif gewesen. Also hier von dem Baum, der hier vorne ist, bei mir, ne? Bis in den rechten Baum. Bist da einfach hergeschwungen. Gerade. Ja, oder das ist jetzt gerade lang geflogen und nicht gestern, sondern noch jetzt gerade eben. Aber mit was sind Sie denn kollidiert? Hallo Janina. War das? Das war wie ein Nebelschweif so in dem Sinne. So ein Nebelschweif oder was auch war das gerade? Ich habe Angst. Sie brauchen aber keine Angst haben. Wir haben ja auch keine Angst, wir haben ja nur Respekt. Sie brauchen keine Angst haben. Wir können Sie auch gerne beschützen, wenn Sie das möchten.
Wir beschützen sie nicht, aber wir können ihnen höchstens nur helfen. Das ist das Einzige, was wir machen können. Und wenn sie Energie brauchen, dann können sie die von den Gerätschaften ziehen, aber nicht von uns. Das verbiete ich ihnen. Wenn sie Hilfe brauchen, dann lassen sie mal den K2 mal ordentlich ausschlagen oder bestätigen sie mir das mit dem Ghostball. Der Bewegungsmelder. Ja, wenn Sie möchten, können wir uns gerne sogar vorstellen. Ich bin der Fabian. Ich bin die Alexandra. Und im Hintergrund auch der Michael. Wir sind hier. Wie ist denn Ihr Name denn? Bist du denn auch hier? Sind Sie vielleicht die Mutter von Ihrem Kind? Von Ihrem 10 Jahre jungen Kind? Verwirrt. Warum sind Sie denn verwirrt? Das kann's mal. Engelchen, danke für das Teamherz und Laura, danke für die Rose. Bewusst zu sein. Was war Ihnen bewusst gewesen? Danny, danke fürs Teamherz. Warum bist du hier? Weil wir gerne ein paar Antworten haben möchten, was hier vielleicht in der Ruine passiert ist. Und wir wollten Sie auch mal besuchen, kommen wieder hier. Wir möchten Sie auch gerne... Durchs Nest. Sind Sie gerade vielleicht aus dem Kanal gekommen, beziehungsweise aus Wasser? Wir möchten Ihnen gerne helfen. Weil vom Regen können Sie ja nicht durchs Nest, das hat die letzten Tage nicht geregnet. Kommen Sie vielleicht gerade aus dem Wasser? Können wir denn mal Ihren Namen erfahren? Leider los, meinen Sohn abholen. Okay. Ja, ich bin ja eh noch lange live, also wenn ich es noch rechtzeitig schaffe, kannst du wieder ins Stream reinkommen, wenn du möchtest. Wir machen so bis 22 Uhr, 22.15 ungefähr. Finn! Okay, dann haben wir schon mal den Sohn auf jeden Fall. Können Sie mir bestätigen, dass Finn 10 Jahre alt ist? Weil Sie vorhin die Zahl 10 gesagt haben. Sie können das mit dem Ghostball oder mit dem Bewegungsmelder oder mit dem K2 auslösen. Hallo? Und danke fürs Folgen. Was war denn bei Ihnen so tragisch gewesen? Angst empfinden. Es braucht aber keine Angst haben. Wir wollen Ihnen doch nur helfen. Das ist jetzt bloß das, was ich vergessen zu kaufen.
schreien. Hier schreit keiner. Oder haben Sie geschrien? Wir reden ganz normal, normalen Ton. Oder wollten Sie gerade Ihren Sohn anschreien? Den Kindern brauchen Sie nicht anzuschreien. Ich meine, ich kann es verstehen, dass er nicht auf Sie hört. Aber nichtsdestotrotz brauchen Sie Ihren Sohn den Kindern nicht anzuschreien. Weil Kinder schreibt man allgemein nicht an. Was meinen Sie mit Bürgern? Lila. Lila? Das Lila haben wir hier nicht. Oder haben Sie lila Flecken, weil Ihr Sohn Sie erwürgen wollte? Haben Sie jetzt lila Flecken am Hals? Sollen wir Ihnen vielleicht helfen von Ihrem Sohn? Das dachte ich auch, ja. Das auf mich. Verraten. Aha, also habe ich Ihnen geholfen und habe in dem Sinne Ihren Sohn verraten. Können Sie mir das als Bestätigung geben, dass ich Ihren Sohn jetzt verraten habe, den Sohn Finn? Biene, danke fürs Teamherz, dankeschön. Finn, falls du hier sein sollst vor Ort, dann beweg doch, dann löst man einen Ghostbot aus, oder man... Wirklich wehtut. Wenn Sie der Vater sind, mit dem ich gerade rede, anstatt mit dem Finn, dann kann ich das verstehen, das Würgen tut weh, kann ich glauben. Sollen wir Ihnen helfen? Wir sind hier von Team Ghost Familia, können wir Ihnen helfen? Weiter. Ich kann Ihnen... Also wir können Ihnen gerne weiterhelfen, ist kein Problem, wir sind von Team... Wir sind ja von Team Ghost Familia. Wir sind da, um Ihnen zu helfen von Ihrem Sohn. Wenn Ihr Sohn am Würgen ist bei Ihnen, am Hals. Mein Vater. Dann ist es Finn. Wenn er jetzt sagt, mein Vater, dann ist es Finn. Finn, kannst du mal bitte aufhören, deinen Vater zu würgen? Du bist 10 Jahre jung. Du hast es nicht nötig, deinen Vater zu würgen. Lass deinen Vater bitte in Ruhe. Schnitzger 2 war extrem hell gerade eben gewesen. Desto mehr wirst du dann deinen Vater auch vermissen. Du hast nicht der Vater um die Ecke zu bringen, das ist nicht nötig für ihn. Der Vater hat schon wegen dir, weil ihn gewirkt hast, blaue Flecken am Hals. Lass es lieber. Wenn du hier bist, Finn, kannst du vielleicht einen K2 ausschlagen? Wir haben einmal einen K2 an der linken Mauer und eins am Teddybär. Wenn dir der Teddybär gefällt, dann lass dort mal das K2 ausschlagen, Finn. Wir haben wieder Präsenz, Leute.
Petra, danke für dein Team jetzt. Ja, wenn Sie jetzt der Vater sind, ich habe versucht mit dem Finn nicht zu fragen, sondern ich habe versucht mit deinem Sohn Finn zu reden, dass er dir nicht mehr wehtun soll. Dass er dich nicht mehr würgen soll. Weil wir sind hier schließlich darum zu helfen. Kind schrie, als es erwürgt wurde und wurde lila. Es war schmerzhaft für Papa. Okay. Namen Petra. Media, bist du... Dafür sind wir auch da, um mit ihm zu sprechen, da haben sie recht. Lydia, bist du ein Medium oder woher weißt du das genau? Jahre. Wir sind im Jahr 2024. In welchem Jahr sind Sie denn? Was für ein Jahr, oder was für ein Jahr haben Sie denn gerade in Ihrer Zwischenwelt? Aber bist du eher so eine Fühlerin? Wieder wütend. Und auf wem sind Sie wütend? Das kann ich leider nicht erklären, okay? Aber mit einer Vermutung. Das kann ich leider nicht erklären, okay? Aber mit einer Vermutung. Schmerzlos. Ich bin noch dabei, ich kann ohne euch nicht. Das finde ich aber sehr toll von dir, Monika. Aber trotzdem auch hier im Stream nochmal auf jeden Fall gute Besserung an dich, Monika. Hängt. Und geht nochmal rein und wieder. Ach, und geht nochmal raus und wieder rein. Bitte schön, Monika. Doch, wir hören sie klar und deutlich sogar. Ich habe vorhin gesagt gehabt, das, was du ja gesagt hattest, beziehungsweise den Stream reingeschrieben hast, dass das Kind vielleicht erwürgt wurde und das Lederbund ist halt Schmerzer für den Papa war. Das würde auch zumindest Sinn ergeben, sag ich mal. Du weißt nur, wer ich bin. Boah, weiß ich gerade echt nicht, wenn ich dir ehrlich bin. Weiß ich gerade nicht, weil du hast ja nicht deinen Namen da stehen. Mond. Nein, Mond ist kein Mond. Hier, aber hier in unserer Welt haben wir Neumond. Steffi? Gibt es in Ihrer Zwischenwelt auch einen Mond? Hallo Bianca. Boah, welche Steffi? Gute Frage, nächste Frage. Schon für dein Teamherz. Mich sehen. Ja, wo? Mich sehen. Wo können wir sie denn sehen? Machen sie sich doch bemerkbar mit dem K2. Erst am K2 am linken. Also die ganze Zeit im Tod. Wissen sie wahrscheinlich noch nicht, dass sie tot sind? Dass sie deswegen hier noch auf unserer Erde sind? Wieder kennen schon ein paar Jahre. Und denkst du, ich behalte mir das? Ich kann auch nicht alles behalten. Ich bin auch nur ein Mensch. Was? Wer war das? So.
ein Fluch. Ein Fluch? Was war denn für Sie ein Fluch? Kennst du mich? Was meint sie mit einem Fluch? Meine Mutter ist sogar nicht mal auf TikTok, aber egal. Ja, Kuchenpräsenz ist auch weg. Aber welche Steffi bist du denn? Ich kann mir auch nicht alles behalten. Unter den Namen. Warte mal, bei der ich öfters meinen Stream auch als Gast war, bist du die vielleicht? Ah, jo, jetzt weiß ich es wieder. Ja, ja, stimmt. Grüß dich. Ja, ich brauche erstmal ein paar Stichpunkte, bis ich dann weiß, welche Person das ist. Sorry dafür, meine Güte, ich bin auch nur ein Mensch, ich darf das. Mit Herz. Ja, manchmal haben wir einen Namen, ne? Heftig. Komm nur mit dem Kopf. Alles gut, du bist ja schon alt. Richtig, ich bin ja schon 28, hab noch 2 Jahre bis zu 30. Richtig. So Leute, wir haben auf jeden Fall wieder Präsenz. Wenn eine Präsenz da ist, mach die doch mal bitte bemerkbar. Wir haben Großbälle, wir haben Lichtschranke und 2 K2 Messgeräte. Eins läuft schlecht die ganze Zeit aus. Ich kann es auch schon ein linkes Linke. Und einmal war es auch extrem ganz hell gewesen mit grünen Lichtern. Ja, sind Sie früher gerne gesegelt? Mit ihrem Segelboot. Zweite Mal schon so hell. Wo denn? Wo denn? Geht ins Auto. Ja, wo? Wo? Die ganze Klappe. Okay. Das ist fast, ne? Das ist gruselig. Sind Sie zu zweit hier? Das ist gerade 2 Meter wie im Geld. Lassen Sie doch mal das K2 bis im gelben Bereich mal ausschlagen. Sie sehen dort. Ja, ich sehe dort ein Teddybär und Großbälle und einen Bewegungsmelder. Und 2 K2 Meter, wo Sie gerne mitspielen können. Und die können Sie gerne mal berühren. Überziehen Sie bitte keine Energie von uns, das verbieten wir. Dafür haben wir unsere Gerätschaften, wovon Sie Energie ziehen können. Haben Sie früher mal in Ihrer Welt mal Drogen genommen? Oder wurden hier in der Ruine mal Drogen hergestellt? Mifflabo. Was kommt immer noch hier? Das Gift. Das Gift.
Ja, Drogen ist Gift, das stimmt. Ich guck mir nicht die Drogen weg, wo ich vorher gesagt habe, dass ich noch nehmen und dass ich meine Zigarette rauche. Ich rauche dann durch. Rauch oder Feuer? Ne? Rauch. Indem ich meine Zigarette angemacht habe. Ich finde das irgendwie schlecht. Ne? Kann auch Medizin gewesen sein. Könnte auch, Monika. Leute, ohne Quatsch, ihr könnt das vielleicht nicht so hören. Ja, ihr könnt es vielleicht wahrscheinlich spät. Ja, so spät haben wir es noch nicht. Aber wie spät ist es denn bei Ihnen in der Zwischenwelt? Auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, Leute, ihr könnt es nicht so im Stream hören, aber über uns ist so ein Ast. Ey, das ist so gruselig, wenn ihr Geräusche macht, ne? Und das hört sich so gruselig an, Leute. Bewegungsmelder ist angegangen. Sind Sie gerade dort am Bewegungsmelder? Das haben Sie sehr schön gemacht, dass Sie den ausgelöst haben. Oder in den Drogenwaldgift bestimmt. Das kann. Boah, was geht jetzt ab? Boah. Alle beide. Ey. Aber nachdem das, nachdem der Bewegungsmelder ausgegangen ist. Das machen sie sehr toll. Sehr schön. Machen sie weiter so. Schon wieder spät. Ich will so helles Licht. Aber 59%, einmal 75%. Das war eine tolle Reaktion von ihnen. Boah, beide wieder gleichzeitig. Viermal jetzt ist gleichzeitig wieder. Sehr schön, machen Sie weiter so. Ich habe die Befürchtung, Sie haben ja genug Kraft. Dann lassen Sie. Boah, geil. Boah, genau wo du Kraft. Alter, genau wo du Kraft gesagt hast. Ja. Krass. Lassen Sie noch mal. Ja, ja, wunderbar. Schön. Sehr schön. Boah, jetzt geht's aber ab. Das können Sie sehr gut. Polizei. Wollte ich zoom mal ran, vielleicht kann man es dann besser sehen. Was ist mit der Polizei? Warum keine Angst? Das K2, das K2, was ihr jetzt seht, und links auf der Seite haben wir auch noch ein K2, wie das aussteigt, das ist schon heftig. Also wir hatten es schon fast gerade bis im roten Bereich, das K2, beide. Wenn Sie die Kraft haben, machen Sie nochmal den K2 bis zum Ausschlag. Die Kraft haben Sie. Ich kann euch auch gerne mal kurz das andere K2 zeigen. Oh, die Kraft, ja, nochmal, komm. Da seht ihr es auch, wie das am Ausschlag ist. Ja, das ist super. Das ist schon krass. Nochmal, komm. Wir wissen genau, dass Sie Energie brauchen. Dann ziehen Sie auch die Energie. Das dürfen Sie von den Gerätschaften, aber nicht von uns. Halt mich kurz. Die Energie haben sie genug gewonnen, das haben sie uns gerade richtig krass bewiesen, das fanden wir sehr geil. Sehr, sehr schön gemacht. Wie gesagt, das K2, was wir ja hier haben, einfach krass, dass beide gleichzeitig von ausgeschlagen haben, Leute. Das ist schon krass auf jeden Fall. So, ich zoome jetzt auch wieder zurück, Leute. Ups, ich habe meinen Stream selbst geliked, ja moin. Ja, man kann sagen, dass wir hier noch in der Unendlichkeit leben. Haben Sie noch die Energie? Können Sie die beiden K2 nochmal gleichzeitig ausschlagen lassen? Das war eine richtig geile Reaktion von Ihnen. Weil Sie haben ja erst den Bewegungsmelder angemacht und dann auf einmal, nachdem er aus war, haben Sie die K2 ausgelöst. Können Sie das nochmal machen? Würde ich auch so sagen, auf jeden Fall, Lydia. Dass er vielleicht ein bisschen später die Geräte entdeckt hat. Oder er war schon an den Geräten, hat erst versucht, Energie zu ziehen, um dir dann zu zeigen, dass er die einsetzen kann, die Gerätschaften. Frieden, ja, wir sind hier im Frieden. Wir sind das Team Ghost Familia, wir sind hier im Frieden, wollen ihnen helfen. Können Sie die Reaktion noch mal machen? Was weiß ich, spürst du was? Spürst du was?
Was kommt? Haben. Was haben Sie denn? Haben oder Farben? Farben. Ja, die K2 haben tolle Farben, wenn sie die ausschlagen lassen. Die haben grün, gelb und rot. Wir haben auch die Ghostbälle, die machen auch verschiedene Farben. Die können sie auch benutzen. Die sehen da so viele runde Kugeln auf der Mauer. Die können sie mal alle berühren. 51. Sind sie 1951 geboren oder sind sie dann 1951 gefallen? Oder sind sie 1851 geboren? Boah, jetzt müssen wir ganz schön weit in die Jahre zurückgegangen. Boah. Ja, kann ja sein. Ja. Könnte sein. Dass die Grüne hier vielleicht. Mit Zeit geredet. Ja. Nee, wir machen ja nichts kaputt oder so. Das haben sie uns bereits schon mal gefragt. Wir sind hier, um ihnen zu helfen. Wir sind das Team Ghost Familia, wir wollen ihnen helfen. Erkennen Sie uns, wir waren ja schon mal hier gewesen. Da war ein Schatten gewesen, hast du gesehen? Der ist genau da hochgefahren. Wenn Sie uns erkennen, dann zeigen Sie uns das mit einem K2 oder mit einem Ghostball. Oder auch mit einem Bewegungsmelder, den Sie ja gerade auch ausgelöst haben. Oder wenn Sie möchten, können Sie auch mal die Kerze auspusten, wenn Sie eine Kerze sind. Der ist schon wieder im K2 im Linken. Das hat schon mal kurz rausgeschlagen, ganz kurz. Was? Ja? Sind Sie dann immer noch am K2, am Linken? Weil das lassen Sie immer sehr kurz ausschlagen. Beide? Ja. Sehr schön. Können Sie es weitermachen? Das war eine sehr schöne Reaktion. Ich habe mal eine Frage. Haben Sie Angst vor uns? Das brauchen Sie nicht. Warte mal. Können Sie die Frage von meinem Vater bestätigen, ob Sie Angst vor uns haben? Dann lassen Sie doch mal das K2 ausschlagen, wenn Sie Angst haben. Als Bestätigung bitte beide, wenn Sie es schaffen. Er hat ja gesagt, er war früher segeln. Vielleicht ist er beim Segeln ertrunken. Und ertrunken ist. 48. Sind Sie vielleicht früher mit Ihren 48 Jahren gesegelt und sind ertrunken? Und hat Drogen vorher genommen und ist mit 51 gefallen. Okay. Ja, vielleicht war er alleine auf dem. Waren Sie vielleicht alleine auf dem Segelschiff und haben auf dem Segelschiff, was Sie hatten, bei sich Drogen gehabt? Ja, das ist die Bestätigung. Ja. Und wenn Sie Drogen auf Ihrem Segelschiff genommen haben, was Sie hatten, sind Sie danach ertrunken? Ja. Ja, das Katz versteckt schon wieder auf der linken Seite. Ja, und damit hast du auch deine Bestätigung, Steffi. Das war deine Bestätigung. Ich habe deinen Satz halt nur weiter in geschichtenmäßig geführt, sag ich mal. Das ist deine Bestätigung, Steffi. Leute, ich weiß nicht, ob man das jetzt so krass sieht, ne? Okay, jetzt ist momentan wieder ruhig. Aber das ist K2. Also jetzt nicht erschrecken wie mein Finger, Leute. Wir haben ja hier, da wo ich jetzt mit meinem Finger bin, auch ein K2 stehen. Sieht man jetzt halt nicht so schlecht wie den Grün nicht, aber das schlägt manchmal aus. Ich kann hier mal ranzoomen, Leute. Genau das K2, wo ich jetzt gerade hinfilme, ist nicht erschrecken wie mein Finger, Leute. Weil wir haben ja hier K2. Das schlägt manchmal aus, das schlägt manchmal öfter aus als das rechte, was wir haben. Das macht dann Sinn, ja. Er hat mir auch tatsächlich dann mit dem K2 auch die Bestätigung gegeben. Schlägt das? Sind Sie noch da? Dann machen Sie mal bitte das K2 nochmal richtig schön ausschlagen. Das würde mich sehr freuen. Das können Sie, komm! Komm! Sehr schön, sehr schön. Das ist gerade zwar so extrem. Das ist wunderbar. Können Sie auch das mal ein bisschen roten ausschlagen lassen? Komm, machen Sie mir doch mal den Gefallen. Komm!
Sie haben die Energie, das wissen wir. Dass es so hell wurde, das haben wir ja noch nie so oft gehabt. Da kann zwar so helles Grün aufgehen. Tatsächlich doch, wo wir bei der Villa waren, da warst du ja nicht bei gewesen. Da hatten wir das K2 schon tatsächlich auch im roten Bereich schon gehabt. Das sieht man, dass es aussteigt. Okay, dann ist gut, Laura, dann ist ja gut. So extrem hell? Klar. Wie gesagt, wir hatten das bis zum roten Bereich schon gehabt, wo wir in der Villa waren. Wo ich nicht überall nicht dabei war. Schlimm. Nein, keine Präsenz. Nein. Ich bin auf jeden Fall wieder zurück, Leute. So. Weißt du was? Ich komme noch mal nach vorne und zeige euch noch mal die Großbälle. Wir haben Präsenz. Na, warte, bis die Präsenz weg ist. Wenn eine Präsenz da ist, machen Sie doch noch mal bemerkbar. Ich würde mich sehr freuen. Lass das K2 oder die Großbälle leuchten, dann wissen wir, wo sie sind. Wir haben K2. Nein, wir haben noch nicht vorzugehen. Aber wenn Sie möchten, wir sind ja da, um Ihnen zu helfen, können wir Ihnen gerne helfen, dass Sie ins Licht gehen. Wollen Sie das? Wollen Sie ins Licht gehen? Weil das können Sie dann gerne machen, dann dazu helfen wir Ihnen gerne. Weil sie wissen ja anscheinend nicht, dass sie tot sind. Vielleicht sind sie ja unglücklich gefallen, sag ich mal. Und wissen halt nicht, dass sie tot sind, sind hier auf unserer Erde und jetzt wollen sie ins Licht gehen. Sollen wir ihnen dazu helfen? Und weil die Drogen vergiftet war, hat er keine Möglichkeit. André. Nein, Angele. Angele. Aber hat sie wie André aber angehört. Ja. Angele. Aber Angele. Haben Sie noch früher von Ihrem Segelschiff aus geangelt? Irgendwo im Hafen mal angelegt. Ich bin im Land und ist ins Wasser gefallen und getrunken. Ja, würde Sinn machen auf jeden Fall. Dazu hast du ja vorhin auch deine Bestätigung bekommen gehabt. Jürgen, ich habe eine andere Frage. Sind Sie hier am Kanal ertrunken? Ja, das ist meine Familie, die hier beisteht. Das sind meine Eltern. Auf meine Frage zurückzukommen. Sind Sie hier vorne ertrunken? Was, kühl? Kühl. Ja, hier in unserer Welt ist es kühl. Ist es in Ihrer Welt denn auch so? Ist in Ihrer Zwischenwelt denn auch kühl? Da können Sie uns auch mal eine Bestätigung geben, ob Sie hier am Kanal ertrunken sind? In einem Ghostball oder Bewegungsmelder? Sind Sie vielleicht das Wasseropfer, was hier im Kanal ertrunken ist? Deswegen hat er vorhin gesagt, du siehst es, weil da wohl Wasser ist. Ja, wir sind ein bisschen weiter weg noch vom Wasser. Weil enge Freunde. Enge Freunde. Ja, ist doch schön, wenn Sie enge Freunde hatten. Ich möchte auch gerne Ihr Freund sein, wenn Sie das möchten. Das ist ein Angebot für die Seele, wenn Sie sich auch nicht mal was ganz anderes, wenn Sie schon... Sollte nicht genommen werden. So ein langer Satz. Was sollte... Sollte nicht genommen werden. Was sollte denn nicht genommen werden? Oder was wollten Sie nicht nehmen? Frage ich mal so, weil Sie auf dem Segelschiff, das haben Sie mir als Bestätigung ja gegeben, auf Ihrem Segelschiff haben Sie ja... Drogen zu sich genommen und haben sich das Leben genommen. Wollten Sie das wahrscheinlich nicht? Der erste lange Satz.
Das kennt man saugert, ne? Das kannst du vielleicht schon auf der linken Seite. Helles Licht? Okay. Von dem Baum nicht so rüber. Das sehe ich auch noch so ein Schatten oder sowas. So schwenkt und das also auch die Tatsachen oder sowas. Tatsachen? Ja, so ein Schwingen. Ja. Das ist ja das, was ich hier meinte. Von dem Baum zu dem Baum. Vielleicht hat in einer das Gift in den Drogen untergemischt. Das kann möglich sein. Und abgestürzt. Und das Ghost ist abgestürzt. Ja, starten wir nochmal neu. Das müssen wir erstmal den sehen, wieder zuhören. Dann zeige ich trotzdem nochmal die Ghostbälle. Nicht erschrecken, sie können gerne hier an der Ecke sein, aber ich will nur die Ghostbälle zeigen. Ich kann mich nämlich auch wieder besorgen, weil wir hier kommen. Ja? Wir haben hier einen Ghostball, wir haben hier einen Ghostball. Alex. Sind sie denn noch hier als Präsenz noch vor Ort? Sie brauchten nämlich auch gerade keine Angst haben, als ich gerade vorne war. Entspricht. Was meinen Sie denn entspricht? Heißt das, dass sie hier bei mir in der Nähe sind? Sind Sie die Ehefrau von dem Mann, der hier ertrunken ist? Was essen? Haben Sie für Ihren Mann auch was zu essen gemacht gehabt, der auf dem Segelboot war? Der leider ertrunken ist. Grüß dich, Almira. Leben verstanden. Leben Sie in der Zwischenwelt? Und bestätigen Sie mir das bitte mit dem K2, damit spielen Sie ja relativ oft. Hi Nathalie. Nathalie, dein Abo läuft bald ab. Also, ich habe es nur gesagt, weil ich davon die Benachrichtigung bekommen habe. Grün. Ja, wir haben hier grünes Licht. Und hier den Grünlicht können Sie sich auch gerne zeigen, wenn Sie möchten. Wie der es gesagt hat. Ich hab CO2-Ausgase, sorry. Hey, oh no, muss ich demnächst wieder auffallen? Yep. Ja, wie gesagt, es wurde gerade hier im Stream angezeigt. Nathalie, Team Ghost Familie, die Abo-Vorteile von Nathalie, Team Ghost Familie gehen bald verloren. Millionen, schon wieder. Ganz am Anfang hatten wir schon Millionen. Ja. Was meinen Sie denn mit Millionen? Haben Sie so viele Millionen auf der Bank mal gehabt? Schön wär's, ey. Da will ich aber nicht mehr hier stehen, glaub mal. Ja. Ich weiß, hab ich auch gerade gesehen, deswegen hab ich dich auch sofort angeguckt.
Abend. Kleine Familie. Ja, wir sind eine kleine Familie, das stimmt. Namens Ziki. Haben Sie denn auch eine kleine Familie gehabt? Ich dachte, es geht automatisch mit dem Abo. Nee, nee. Na gut, wenn du noch genug Geld drauf hast, dann geht's automatisch, ja. Aber sonst musst du ja immer selber dann aufladen. Vielleicht war er Unternehmer oder sie. Gut möglich. Ich würde sagen, dass er Unternehmer war, weil er war halt mit dem Segelschiff unterwegs, ne? Hose. Ja, die eine oder andere Hose habe ich hier gerade im Stream bekommen. Aber liegen auch vielleicht Rosen auf ihrem Grab? Ich war letzte Woche dabei. Gebete, würde ich eher sagen. Ich war letzte Woche dabei, immer wieder gerne, war so toll mit euch. Sehr, sehr gerne, Siki. Und wir haben ja letzte Woche ja gesagt, wo wir beim Denkmal waren, dass wir jetzt hier an der Ruine sind. Meine Ehre. Was meinen Sie denn mit Ihrer Ehre? Was meinst du? Nicht jetzt erschrecken, Nathalie. Meinst du das hier, da wo mein Finger jetzt ist? Also hier so, da wo mein Finger ist, meinst du das da? Es ist nicht rot, es wird zwar ein bisschen rot angezeigt, aber nein, es ist eine Kerze. Gleich wieder geile Reaktion wie vorhin. Auf jeden Fall hast du schon was verpasst, Nathalie. Du hast richtig geile Reaktionen vorhin verpasst. Aber ist ja nicht schlimm, ich lade den Stream ja sowieso morgen wieder hoch. Fall. Wir hatten eine richtig geile Reaktion, ohne Quatsch, die 2 K2-Meter, ja. Die haben einfach beide gleichzeitig ausgeschlagen. Das war ja vorhin so gewesen, wir haben nur noch gesehen, wie der Bewegungsmelder angegangen ist. Nach dem Ausfall haben beide K2 einfach gleichzeitig ausgeschlagen. Das war schon krass. Gut, da wir noch keine Präsenz haben, können wir gerne noch mal. Da unten mit dem K2-Meter. Da an der Seite da, den. Den hast du noch nicht angehabt. Ja, da ist eine Zeit an. Da unten da den hast du nicht berührt, den Bewegungsmelder. Bewegungsmelder, aha, du hast K2 gerade gesagt. Ja, man den Bewegungsmelder. Den hast du nicht angehabt. Das ist krass, ja, auf jeden Fall, das war eine richtig geile Reaktion. Ja, genau. Den meinte ich. Ja. Da an der Seite haben wir auch einen Bewegungsmelder. Das war schon eine heftige Reaktion gerade auf jeden Fall.
Ende ist ja oben der Bewegungsmittel ausgegangen und dann auf einmal haben beide K2 gleichzeitig ausgeschlagen. Willst du morgen aber auch sehen, Nathalie? Aber richtig extrem helles Grün war das gewesen. Ja, war schon im gelben Bereich schon. Fast sogar im roten schon. Täglich? Sind sie hier täglich hier in dieser Ruine? Ja, noch müssen wir zuhören, dass die Kalibrierung vom Ghost Ray ist noch nicht durchgelaufen. Noch müssen wir den Seelen wieder zuhören. Hattet ihr einen Albtraum? Das K2 steht schon da aus. Sind viele. Ja, wir sind nur hier zu viert. Aber seid ihr denn viele? Seid ihr viele? Dann lass es K2 mal weiter ausschlagen, mit denen du gerade am Spielen bist. Die Energie hast du, das hast du uns gerade bewiesen. Von unserer Grün-App bist du hier die Einzige, Nathalie. Und aus der Telegram-Gruppe sind, ich weiß nicht, ob noch Lexi da ist, auf jeden Fall Monika ist ja auch noch da. Aber von unserem Team. Bücher. Waren hier mal Bücher gewesen in der Ruine? Haben die mal früher Bücher gelesen? Von der Grün-App da in unserer Gruppe bist du hier die Einzige, Nathalie. Ja, Gina ist ja, glaube ich, heute nicht mit dabei, so viel ich weiß. Okay. Gift. Schon wieder Gift. Ja. Ja, nur Monika und du, Nathalie. Er war bestimmt öfters da, weil er wohl segeln da war. Gut möglich. Ja. Ja, Nathalie hat ihn zum Kurs bei uns in die Gruppe reingepackt. Flo war ja auch ganz kurz schon drin gewesen, Nathalie. Das schien aber so gut verbrannt oder so, ne? Gut verbrannt mit Gummi irgendwie. Können Sie uns auch mal eine Frage stellen? Was haben Sie auch gerade im Ghost Radio gemacht? Das Gift war wohl in den Büchern versteckt und die Drogen. Ja, bestimmt hat er in den Büchern so ein kleines Fach reingeschnitzt, sag ich mal, und da war wohl das Gift und die Drogen bestimmt drin gewesen. So als geheimfachmäßig. Hi Flo. Wo? Ja, wo sind Sie denn? Aha, Sie sind am K2. Können Sie es mal weiter ausschlagen lassen? Ich sag's, wo war auch ganz kurz drin und ist hier schon wieder drin. Ja. Das meinte ich damit. Okay. Haben Sie das K2 gerade bis zum gelben Bereich ausgeschlagen? Können Sie die Energie nochmal zeigen? Boah. Sehr schön, machen Sie das. Machen Sie weiter so. Machen Sie sehr schön. Das müssen wir mal weiter ausschlagen. Ja, TikTok noch mal neu hochgeladen. Wie? Du musst TikTok neu installieren. Warum denn das? Wo haben sie sich denn verletzt? Was machst du denn jetzt? Wo liegt das K2? Wir haben einmal, nicht jetzt erschrecken mit dem Finger, wir haben hier einmal ein K2. Nein, wir haben hier einmal ein K2 und das andere K2 ist da hinten, da beim Teddybär. Ja, wieder dasselbe wie beim letzten Mal. Wow. Das habe ich nicht verstanden, weil die Kalibrierung noch nicht durchgelaufen ist.
Ja, was heißt versteckt? Im Grünlicht sieht man das nicht, aber wenn ich ranzoome, dann sieht man es. Also wenn es schon. Ich zeige euch das mal. Da. Und da. Ja. Da und da. Jemand? Kolben. Genau, ja. Kennt jemand Kolbenflachs? Nein, kenne ich nicht. Ja, das soll ein Kolbenflachs sein. Okay, Nathalie hat's verstanden, Papa. Bitte schön, Nathalie. Mach ich doch gerne für dich. Zimbelia, was soll ein Kolbenflachs sein? Nie gehört im Begriff. Ne, ich auch nicht. Nein, ich meine. Worüber sind Sie denn so froh? So, Kalibrierung ist durchgelaufen, jetzt können wir die Wörter auch wieder lesen. Wissen genau, wie sie die Ghostbälle anmachen können, indem sie die Ghostbälle nur berühren. Und mit den K2 wissen sie ja, wie sie damit umgehen. Damit spielen sie ja die ganze Zeit. Und ein Bewegungsmittel haben sie auch vorhin ja schon ausgelöst. Das wissen sie doch. Die Apokalypse. Wird uns bald die Apokalypse bevorstehen? Hallo Lilith. Nee, wie Laura? Wie? Nicht sie. Wie? Das werde ich nächstes Jahr. Natürlich werde ich nächstes Jahr. Bist du nicht gerade auf den Stock getreten oder so, ne, Micha? Bist du gerade auf den Stock getreten, ne? Vielleicht meine Stimme. Oder von weil, die Stimme. Weil er verheiratet und hat bestimmt keine Kinder gehabt, obwohl er sich welche gewünscht hat. Griechen. Sind sie irgendwo am Boden am Griechen? Semibilia, es wäre immer sinnvoll, wenn du mir immer meine Frage beantworten würdest, anstatt hier so ein Smiley reinzuposten. Liv, danke schon auf jeden Fall für deine Likes. Auf Wiedersehen. Warum wollen sie denn schon gehen? Oder wenn sie denken, dass mein Vater da gerade vor einer Ruine ist, am Eingang. Mein Vater will noch nicht gehen. Wenn sie das denken, mein Vater will noch nicht gehen, genauso wie wir auch noch nicht. Und sie können auch noch gerne hier bleiben. Süden. Kommen sie aus dem Süden? Süden, Präsenz ist weg. Zimbilia, ich habe dich vorhin gefragt, was Kolbenflachs ist. Das kannst du mir gerne mal in Stream beantworten, was es sein soll. Ich kenne das nicht. Und dann zeigt er mir Kolben.
sogar einen Fax geschrieben. Ja, ich bekomme einen Fax geschrieben. Zeig mir. Sie meinte, es ist ein berühmter Ghost Hunter. Okay? Ein Ghost Hunter aus Großbritannien. Okay. Also, Ghost Fax ist ein Ghost Hunter aus Großbritannien. Ja, aus dem amerikanischen Bereich haben wir mit niemandem Kontakt. Also, klar, ich kenne auch die einen oder anderen durch bestimmte Serien, aber mit denen haben wir ja nichts zu tun. Nee, wir haben. Wenn noch eine Präsenz anwesend ist, dann berührt doch mal die Ghostwelle oder die Bewegungsmelder oder den K2 mal ausschlagen. Stimmen in meinem Kopf. Was für Stimmen haben Sie denn im Kopf denn? Lol, danke für deinen Dinosaurierfußabdruck, Flo. Lol, danke fürs Teamwatch, Flo. Nathalie, ich bin ehrlich, machen wir das Auge gut. Oh. Damit aufhören. Was aufhören? Machen wir das ja auf und gegoogelt und da stand nur was mit Kolben. Mit was aufhören? Können Sie das mir sagen? Wir hören auf jeden Fall noch nicht auf. Riechen. Wieder kriechen. Sehr hart. Dann riechen. Was riechen Sie denn? Riechen Sie gerade vielleicht mein Energy, was ich hier gerade trinke? Oder riechen Sie vielleicht hier die frische Natur? Nein, ich rieche hier voll den Blumenduft, aber ich möchte, dass die Stimmen nicht mehr mit. Boah, wie oft hier ist noch was verabschieden. Danke für die 2 Rosen, Flo. 48. Danke für die 5, 6. Sind Sie 1948 geboren? Danke für die 7 Rosen, Flo. Hallo, was passiert hier? Wir machen eine paranormale Untersuchung, knack 1990. Danke für die 7 Rosen, Flo. Was bist du, the real one, God? Lassen Sie doch mal die Ghostbälle doch mal ausschlagen, ja, oder Bewegungsfälle. Wer wurde entführt? Sie? Oder Ihre Frau oder Ihre Kinder? Oder Ihre Freunde? Sind die entführt worden? Wann wurden Sie entführt? Weisheit. Weisheit? Haben Sie denn eine nette Weisheit für uns? Ich hab's diesmal nicht gemacht. Ich auch nicht. Psst. Zimbilia, danke fürs Teil. Ein Sünder. Wer war denn ein Sünder gewesen? Das ist auch schon ein Wolkenkerzen, was man drin hat. Das ist alles flüssig.
Hey, was machst du denn da? Was machst du denn jetzt? Ich wollte jetzt, was? Auch mal nach vorne gehen. Nur alle anmachen. Ich hab schon 48 Jahre und nicht gesund. Ja, toll, wie soll halten, du doof. Kannst gleich, ob ich auch gerade mit Campus einsetzen. Kannst du mal nach vorne gehen. Habt ihr keine Angst, damit sich was an euch ranheftet? Nein, haben wir nicht. Wir haben nur Respekt nur. Angst sollte man übrigens schon mal gar nicht zeigen, weil desto mehr Angst du zeigst, dann kann sich die Präsenz auch an dich heften. Aber wir haben keine Angst und zeigen sehr noch Respekt. Und wir machen das schon. Ja, sie können uns hören, weil wir auch mit ihnen auch reden. Und wir machen das schon mittlerweile ein Jahr schon. Alter Schwede, das ist die zweite, in einem Jahr machen wir das schon. Zwei Tage vor meinem Geburtstag letzten Jahres sind wir das erste Mal live gegangen mit der Parallelmann und so. Nee, davor waren wir schon vor Julia. Vor meinem Geburtstag. Ja. Knack, danke fürs Team Herz. Ich mal, trotzdem ein Jahr machen wir das schon. Also, aber das erste Mal, wo wir live gegangen sind mit meinem Account, war ja, wo wir drei dazu gemacht hatten. Mhm. Am, ja, du weißt, wo ich meine. Ja, 23 sind wir angefangen. Wir haben ja das Jahr 24, ja. Ein Jahr jetzt. Das ist schon krass. Lieben? Ja, wir sind liebe Menschen. Sind Sie denn auch eine liebe, nette Seele? Präsenz ist weg. Fahr ich gleich, wenn wieder Präsenz da ist, Steffi. Wenn Sie eine Kerze sind, aha, dann dürfen Sie die auch gerne ausmachen. Dürfen Sie gerne auspusten, wenn Sie möchten. Das ist immer keine Präsenz, gehen wir nach vorne. Jetzt ist mal meine Mutter vorne. Ey, den Bewegungsmelder hast du jetzt aber nicht gerade ausgelöst, oder? Nein, den rechten meine ich. Den ganz rechten, ne? Oder vielleicht doch, ich weiß es gerade nicht. Ja, vielleicht vom Gehen, aber mach mal weiter, wir haben noch keine Präsenz. Was? Was denn? Was ist los? Mama, denk dran, du hast dein Handy bei dir. Deine Mama ist weiter weg vom Bewegungsmelder. Okay. Ja, jetzt hat sie den aber ausgelöst. Lass es gerade zweimal da stehen, wo es gerade wieder stand. Habt ihr auch so ein Gerät, wo ihr die Identitäten sehen könnt? Ja, wir haben, außerdem heißt es nicht Identitäten, sondern Entitäten heißt das. Oder Präsenz oder Seele. Ja, wir haben auch eine. Aber um die Frage genauer zu beantworten, ja, wir haben auch eine SLS-Kamera. Komm ihn nachher mal. Warum haben die denn so viele Schmerzen? Können wir ihnen helfen? Wir sind ja von Team Ghost Familia, können wir ihnen helfen? Haben sie sich irgendwo verletzt? Alles gut. Ich wusste ja, was du meinst. Alles gut. Ich hasse es, wenn du buchstabiert wirst. Ich krieg dabei Gänsehaut, Leute. Und es war das Wort Zeugen. Wir sind in den Augenzeugen, dass sie hier die Bewegungsmelder oder die K2 ausschlagen lassen. Wir sind die Augenzeugen. Weil sie damit uns auch
die Bestätigung geben mit einem K2 oder mit einem Bewegungsmelder, aber die Ghostbälle können sie auch mal gerne berühren. Über? Was meinen Sie mit über? Was willst du ausprobieren? Was hast du vor? Zweimal so rumgehen. Den Bewegungs... Dafür bist du zu weit weg, den hast du nicht ausgelöst. Nein. Krass. Wurde verletzt und an den Verletzungen ist er gestorben. Ja, an der Verletzung gestorben, glaube ich, eher weniger. Was hast du jetzt vor mit dem K2? Wir suchen noch Zeugen. Was? Hat das mit was Dragon Ball am Hut? Zimbilia, nur weil jetzt Akira Toriyama gestorben ist, hat das nichts hier mit Dragon Ball zu tun. Aber trotzdem hat es mir auch im Herzen wehgetan, dass er leider tot ist. Weil der einfach von jedem einfach... Nebel. Mama, stell das K2 bitte hin und komm zurück. Weil wir Präsenz haben. Ich meine, es hat mir auch... RIP an den Boy, meine Kindheit. Ist wirklich so. Es hat mir auch im Herzen wehgetan. Der hat echt von uns allen die Kindheit geprägt. Aber der hat ja nicht nur Dragon Ball gemacht. Der hat ja auch Naruto und One Piece auch gemacht. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Trotzdem, auch an der Stelle nochmal, RIP, bedauert. Wen haben Sie denn bedauert? Sind Sie auch bedauert, dass der Akira Toriyama tot ist? Trotzdem nochmal an der Stelle auf jeden Fall, RIP Akira Toriyama. Aber soll trotzdem nicht jetzt hier das Thema sein. Jetzt war im Zeugen. Ja, gut möglich. Geholfen. Was hat denn Ihnen gerade geholfen? Das war ein... Hallo Peter, grüße dich. Wer war denn Ihr Freund? Ich will den Namen erfahren von Ihrem Freund. Vielleicht suchen Sie noch Zeugen, gut möglich. Das ist richtig voll krass, Alter. Ich bin voll krass, Alter. 40. War Ihr Freund 40? Brauchen Sie einen Arzt? Soll ich einen Arzt rufen? Oder für Ihren Freund? Soll ich für Ihren Freund einen Arzt rufen? Sagen, dass dann bis er Freund 40 war und nie wieder. Nie wieder. Dass sein Freund mit 40 Jahren. Was soll man denn nie wieder tun? Dass sein Freund vielleicht 40 war und dass er dann gestorben ist, Laura. Was soll man denn nie wieder tun? Oder hatten sie mehrere Freunde und sie wollen halt nie wieder einen Tod erleben, weil ihr Freund mit 40 gestorben ist? Ja, hier fliegen auch Insekten rum. Pass mal ein bisschen auf mit dem Rauch. Ich will das nicht vor der Kamera. Die Bewegungsmelder habe ich gerade ausgelöst, Leute.
vergebene Präsenz ist weg. Die vergebene Präsenz ist weg, okay. Denke mal, dass dein Freund 40 ist oder war ein Arzt ist. Das wäre gut möglich. Mein Gott, Musiker. Ja, oder was sollen wir denn vergeben? Das war das lange Wort Zusammenfassung. Ja, können Sie uns vielleicht hier mal eine Zusammenfassung geben hier über den Ort? Schrecklich. Was war denn so schrecklich gewesen? Zusammenfassung? War die Zusammenfassung schrecklich gewesen? Und das K2 wieder. Lassen Sie das K2-Meter doch mal wieder in den gelben Bereich ausschlagen. Das können Sie, das wissen wir, dass Sie das können. Oder ein bisschen im roten Bereich. Das würde uns sehr freuen. Natürlich, ich habe deine Frage aber auch nicht mehr in Stream gelesen, wenn ich ehrlich bin. Stunden. Was meinen Sie denn mit Stunden? Also wir sind schon 1,5 Stunden jetzt hier. Das linke Katze weiß ich wieder am Ausschlagen. Da ist keine Frage, aber auch kein, dann kann ich die auch nicht sehen oder beantworten. Nein, ich habe deine Frage auch nicht gesehen, Nathalie. Ich werde mich verabschieden. Viel Glück. Dankeschön, Monika, und dir auch gute Besserung weiterhin. Gerne, gerne. Priester? Sollen wir einen Priester holen? Knack, Dankeschön für die verdienten Säureabdrücke. Loder. Ja, das ist die Kerze, die da ganz halt am Flodern ist. Am Lodern? Ja. Flodern. Entschuldigung, ich hab gerade versprochen, Entschuldigung. Flodern, auch nicht schlecht. Laura, dankeschön für den Dinosaurierfußabdruck. Wer hat sie denn gehalten? Oder sind sie an einen Ort gebunden, der... Sind sie am Ort gebunden, der ihn noch hält? Vielleicht war er Priester und das war nicht gut. Ich weiß nicht. Nathalie, deine Frage. Mit wie vielen Jahren sind Sie denn gestorben? Die Präsenz ist weg. Nathalie, deine Frage kommt auf jeden Fall nicht durch. Hi Maria. Nein, ich lese keine Frage. Hi Sandy. Lies das doch noch rechtzeitig. Sehr schön, sehr, sehr schön machen Sie das. Boah. Das machen Sie wirklich sehr, sehr schön. Ey, krass, wie das K2 gerade ausgeschlagen hat wieder. Ah, das konnte ich jetzt nicht so schnell ranzoomen. Ja, sehr schön. Oh, weiter, Goldpops, weiter, immer weiter. Bis im roten Bereich rein. Machen Sie weiter so. Sehr schön. Leute, ich zeige euch das mal ganz kurz. Machen Sie weiter. Sie haben die Kraft. Machen Sie weiter. Das schaffen Sie, die Energie haben Sie, das haben Sie gerade bewiesen. Krass, wie das kannst du. Ja, weiter. Machen Sie weiter, weiter, komm. Zeigen Sie Ihre Energie. Ja. Sehr schön, weiter, das schaffen Sie. Super, super. Weiter. Ja, komm, das muss nicht das Thema jetzt hier sein, Sie ne? Sie haben die Kraft.
Ja, sehr schön. Weiter, machen Sie mal bis zum roten Bereich, die Energie haben Sie. Ja, sehr schön, weiter, weiter, das schaffen Sie, Sie haben genug Energie. Ziehen Sie ruhig die ganze Energie vom K2, die Sie brauchen. Ziehen Sie ruhig die ganze Energie, sehr schön. Das machen Sie sehr toll. Super, super. Ja, toll machen Sie das. Ganz, ganz toll. Krass, Leute, was ist das für ein geiles Ergebnis, bitte. Ja, sehr schön. Echt super. Und die Kerze geht ja auch gleich aus. Ja, ja, wegen Kerzenwachs. Wir machen sie wirklich sehr schön. Leute, ich weiß, es ist ein großer Meister von uns gegangen, aber das soll bitte nicht das Thema sein, okay? Sehr schön, super. Ich meine, er hat uns, er hat unsere Kinder geprägt, ja, ganz aber toll machen sie das. Das soll bitte nicht das Thema sein. Bis im roten Bereich, weiter, weiter. Versuchen Sie mal bis zum gelben Bereich oder bis zum roten Bereich mal auszuschlagen, das Katz. Was schaffen Sie? Sehr schön, machen Sie weiter, weiter, weiter. Ja, super, super, super. Sie haben die Kraft. Das wissen wir. Das machen Sie ganz toll. Ja, klasse. Krass, wie das Katz 2 aussieht. Ganz toll Leute. Machen das Sie krass. Das. Und ich hab's ganz, einfach ganz auf toll. Kamera. Und ich hab's einfach auf Kamera. Können Sie das auf der rechten Seite auch so machen? Das würde mich auch freuen. Das K2 schlägt aus. Das sieht man doch, wie das ausschlägt. Wenn Sie das auf der rechten Seite auch so machen würden. Das, was er gerade ausschlägt. Was sein K2 ist, kannst du auch googeln und weißt, wie ein K2 aussieht. Du brauchst nur in Google reinschreiben, K2 super. Meter. Super toll. Ganz toll machen Sie das. Hey, wie krass. Ganz, ist ganz das toll. Versuchen Sie mal im roten Bereich. Versuchen Sie mal das K2 komplett auszuschlagen. Die Energie haben Sie ja. Ja, wir haben es hier mit Seelen super. Zu tun. Ganz, ganz toll machen Deswegen Sie machen das. Wir auch hier die paranormale Untersuchung. Ja, weiter, weiter, weiter. Ganz toll machen Sie das. Sehr schön. Ja. Ganz toll. Ganz, ist ganz toll machen Sie das. Schon mal abbrechen. Oh, was eine Stimme. Jetzt kriege ich aber richtig krass Gänsehaut. Oh, hab ich aber auch bekommen. Ja, aber nicht wegen den Seelen. Tatsächlich wetterbedingt und. Also, wir mussten zweimal abbrechen: einmal wegen wetterbedingt. Und einmal mussten wir auch tatsächlich die PU auch abbrechen, weil die Seelen von uns einmal an der Location schon so krass die Energie gezogen haben. Also nicht jetzt von uns, aber von unseren Gerätschaften. Und da hatten wir leider keine Batterien mehr, deswegen mussten wir auch da einmal die PU dann leider abbrechen. Dann. Wir machen sie weiter. Machen sie weiter, immer Wenn wir weiter. Einen Namen hätten, dann wüssten wir, dass wir das ist. Einmal im roten Bereich ausschlagen, das können sie. Lassen Sie mich ausruhen. Boah, was für was ist die Prozentzahl? 42, was eine tiefe Stimme. Ja, ja okay. sie können ruhig ihre Ruhe haben, ist gar kein Problem. Sie haben sich jetzt genug gezeigt mit dem K2, es war richtig geil. Aber Sie können gerne mit uns normal reden. Sie brauchen uns nicht anschreien mit Ihrer tiefen Stimme. Wir lassen Sie jetzt auch erstmal in Ruhe. Soll ich zoomen auch wieder zurück? Frieden. Zoom ich auch wieder zurück, wir sind Leute. Frieden hier. Auch schon bitte. Aus dem Ghost Radio. Was eine tiefe Stimme. Sehen Sie dort. Wo sind Sie denn? Ja, was ist los, Nathalie? Richtig krass hier. Komisch, was passiert wohl? Das sind halt Sätze, die wir in Ghost Radio lesen. Ich kann jetzt gerne einmal zeigen, wie das Ghost Radio aussieht. Das ist das Ghost Radio. Und ihr, die Stimme hören wir halt über meine GBL-Box. Schütteln. Was wollen Sie denn schütteln? Also hier schüttelt sich keiner von uns. Nee. Kann auch sein, dass es ein älterer Mann ist. Aber tot war 86%, aber sehen wie sie dort war 99%. Nee. Was sollen wir denn lassen? Wir hören auf jeden Fall noch nicht auf. Aber Sie können uns gerne mal sagen, was wir lassen sollen. K2 hat schon mal ganz kurz aufgeblinkt. Mhm. Wenn Sie schon genug Energie haben, Sie können auch mal zur rechten Seite wechseln. Dort haben wir auch ein K2 und einen Teddybär liegen. Können Sie den auch mal runterschmeißen, wenn Sie genug Energie haben?
Sie können auch die Kerze auspusten, wenn sie Energie haben. Was? A. B. Wollen Sie buchstabieren? Hast du Benachrichtigungen? Ich fange mit A an, das ist richtig. Natürlich bekomme ich. Sind Sie gerade in der Hölle? Natürlich bekomme ich ja Benachrichtigungen, wenn du WhatsApp schreibst, Nathalie. Weil, Goldpart, spar dir das, wir sind nicht mal in Haben. Spar dir das, ich sag keinen Ort, wo wir sind. Wir sind einfach hier in NRW und fertig. Schreib bitte keine Orte hier rein. Nathalie, lösch mal bitte das Kommentar. Wir sind nicht mal in Hamm. Wir sind hier in NRW unterwegs, wir sind nicht mal in Hamm. Ich bin keine Rolle, wo wir sind. Wir sind in NRW und es reicht. Weil wir die Orte schützen wollen, ganz einfach. Wir haben wieder Präsenz. Nathalie, lösch mal bitte einen Kommentar, bitte. Ja, vielleicht kann ich es ja auch machen. Nee, leider nicht. Leute, wie ging es nur? Gott, was anderes so ein Kommentar. Was meinen Sie mit warum? Ist weg, Dankeschön, Nathalie. Ja, das stimmt schalten, genau. Dankeschön, Nathalie. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Orte nicht gesagt werden, richtig. Boah, der ging mir jetzt echt auf den Sack, Alter. Junge, Alter. Ja, wow. Okay, ich mach mal einen Standort, wenn ich Videos mache, da schreibe ich das auch immer rein, woher ich komme, aber in den Stream sage ich es nicht, wo ich herkomme. Ja, hab ich gerade gesehen. Ich habe Frau beim Feld gekommen, sie soll das nicht angreifen, weil wir sind hier. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch drin ist, dieser Agrip oder wie er heißt. Boah, so heftig die Stimme, aber richtig. Jetzt kommen gerade Kriechen. Kriechen sie vielleicht gerade irgendwo auf dem Boden? Agranzi, ich soll von Nathalie fragen, ob du ein Fake-Account bist, weil du halt auch kein Profilbild drin hast. Sind Sie denn mal durch den Tunnel gekrochen? Langweilig, lass ihn doch mal was machen. Wen meinst du, Benny? Wen sollen wir was machen lassen? Ja, weil du halt kein Profilbild drin hast, deswegen. Ja, er ist durch den Tunnel gekrochen. Das wäre auch schon kurz aufgeblinkt. Ich bin Aspects war voll mit dem. Er ist mein Freund. Wer ist denn Ihr Freund? Was? Ich bin Aspects war voll mit dem Handy hier. Wie heißt denn Ihr Freund? Wir wollen mal den Namen mal davon erfahren. Also so ein, aber bin am PC und da war mein zweiter Account eingeloggt, okay? Ja, aber Nathalie meint das auf jeden Fall nicht angreifend oder so, war halt eine schlicht normale Frage. So, hier ein normaler Account. Okay, gut. Ehemänner. Was? Ehemänner. Ehemänner? Hatten wir aber auch noch nicht. Nee. Ehemänner. Okay. Wie viele Ehemänner sind denn hier? Oder wie viele Ehemänner haben denn hier in der Ruine mal gearbeitet? Stimme ist langweilig, passiert ja nichts. Benny,
dann hast du schon einiges verpasst. Hier ist schon was passiert. K2 ist schon ausgeschlagen, sogar beide. Bewegungsmelder ist schon angegangen. Also, ne? Behaupte einfach nicht, dass hier nichts passiert. Ganz am Anfang ist der Bewegungsmelder angegangen. Eine Mutter. Benny behauptet einfach nicht das, was nicht stimmt. Also hier schon auf jeden Fall. Und der kaut. Ich hab nur gesagt, den kaut werden wir wieder hören. Wie gesagt, Benny behauptet einfach nicht das, was nicht stimmt. Wir haben hier schon die ein oder andere krasse Reaktion bekommen. Ja. Richtig, man braucht Geduld. Richtig. Elf. Was meinen Sie denn mit 11? Waren hier mal 11 Soldaten gewesen? Oder, nee, jetzt wurden doch Ehemänner gesagt. Sind hier 11 Ehemänner? K2 ist umgefallen. Das K2 ist einfach umgefallen. Alter. Ey, das K2 ist einfach umgestoßen. Haben wir Präsenz? Ja. Boah, dann gehe ich. Ups, sorry, Leute. 10 Engel. Leute, das linke K2 ist einfach umgefallen. Obwohl es genau so stand, dass es eigentlich gar nicht umfallen kann. Ich stelle es gleich hin. Ich stelle das K2 gleich hin. Wieder Hölle. Hölle, boah, was geht denn jetzt hier ab, Alter? Erst die Schlangen bei der K2 aus, dann schubst das K2 um. Ich stelle das K2 gleich aber wieder hin. Wenn die Präsenz weg ist, Leute. Waren die in der Hölle gewesen? Alter, was geht denn jetzt ab? 22. Wer war denn 22? Waren Sie das gerade, die das K2 umgestoßen haben? Wenn Sie schon die Energie haben, das K2 umzustoßen, können Sie auch den Teddybär runterschmeißen, den wir rechts auf der Mauer haben? Oder die Kette aus. Okay, Präsenz ist weg. Das ist krass. Das war jetzt wirklich echt krass. Das ist angenehm. Ich glaube ja so. Ja. Alter. Und hinter dir war eine Motte. Was? Hinter dir war eine Motte ganze Zeit. Hey. Die da immer noch rumfliegt. Hey, eine Motte. Ja, bin ich doch, Benny. Mach mal halblang. Ja, Benny ist richtig ungeduldig. Etter. Was? Etter. Benny, mach mal halblang. Du hast mir überhaupt gar nichts zu sagen, was ich zu tun habe. Ich mache meinen Job schon seit einem Jahr und ich weiß, was ich zu tun habe. Wenn sie eine Kerze sein sollten. Das braucht, Ziki. Muss nicht das Thema hier sein. Das muss nicht das Thema sein mit dem Thema, ne? Was für eine Maschine meinen Sie denn? Waren hier in der Ruine mal Maschinen gewesen, mit denen Sie gearbeitet haben? Naja, ein Jahr machen wir das schon. Wir trotz Präsenz hingegangen, was soll schon passieren? Boah, Benny, wenn du dich damit nicht auskennst und nicht vernünftig damit befasst hast, dann lass es einfach gut sein, ganz ehrlich. Wir haben Respekt vor den Seelen, wir haben auch keine Angst, aber lieber gehen wir dann hin, wenn die Präsenz weg ist. Es tut uns leid. Was tut Ihnen denn so leid? Weil, solange wir Präsenz haben, wissen wir auch, dass die Präsenz auch vorne ist. Und wenn keine Präsenz hast, dann wissen wir auch, dass wir die Präsenz dann nicht stören. Wir wollen die Präsenz nämlich auch nicht stören, die wir dann hier vor Ort haben. Tut Ihnen denn das leid, dass Sie den K2 umgeworfen haben? Wenn es Ihnen leid tut, dass Sie das K2 umgestoßen haben, das brauche ich nicht mal leid tun. Boah, super. Das braucht ihr nicht mal leid tun. Damit haben sie gezeigt, was für eine Energie sie haben. Sie haben Energie, dass sie die K2 ausschlagen. Sie haben die Energie, dass sie das K2 umgestoßen haben. Das braucht ihnen nicht leid tun. Das ist ein cooles Ergebnis für uns. Dafür brauchen sie sich nicht zu entschuldigen. Das fanden wir okay so. Wir haben zwar kurz... Boah, mega. Meine Buchstabe sind A. Es ist jetzt Ihre Zeit, das sehen wir, weil Sie das K2 ausschlagen lassen. Das machen Sie sehr toll. Hallo Denise, grüß dich.
Wenn sie schon die Energie haben, können sie das K2 nochmal umschmeißen. Was haben sie ja gerade geschafft. Was macht ihr so? Das sieht krass aus. Wir machen hier eine paranormale Untersuchung. Nein, Nathalie, danach. Ich komme schon wieder nicht durch. Das letzte Kommentar, was ich von dir sehen kann, ist mit deinen Smileys nur, Nathalie. Anna. Anna? Wo ist denn die Anna? Wenn die Anna hier sein sollte, dann berühr doch mal die Ghostbälle oder Bewegungsmelder doch mal. Ja, TikTok ist wieder mal krass am Filtern bestimmt. Wenn die Anna hier ist. Was verraten? Hat die Anna sie verraten? Hat sie den TK2? Das ist ungefähr. Nein, immer noch nicht. Ah doch, sag Bescheid, wann ich ihn rausschmeißen soll. Ja, mach ich, Nathalie. Kann man mit den Ghostbällen Geister fangen wie Pokémon? Ach du Scheiße, erstmal ist das voll der schlechte Vergleich, Denise. Und wir fangen keine Geister. Wir sind ja nicht die Ghostbusters. Wir sind Paranormal-Ermittler. Wir versuchen halt mit den Seelen zu reden. Um auch ein bisschen noch so vielleicht hinter der Geschichte zu kommen, was hier halt vor Ort passiert ist. Nee, anscheinend nicht, Nathalie. Woran sind sie denn erstickt? Pokémon. Ja, wegen Pokémon habe ich sowieso nicht verstanden, aber wegen Dragon Ball, okay, kann ich ein bisschen verstehen. Weil ich habe auch ein Video hochgeladen mit drei Bildern. Ja, 10 Uhr. Machen wir es. Fragen. Müssen wir noch so bis halb machen ungefähr? Ja. Hä? Ich bin dieses. 5 Uhr. Ich wieder tun. Ja, mach mal weiter so. Muss es immer wegen einer Seele oder Präsenz. Habe ich schon mal vorhin, da war es nicht mit dabei gewesen, das Handy, es hat mich schon mal vorhin einer gefragt. Wir mussten tatsächlich zweimal die PU abbrechen, einmal wetterbedingt. Und einmal mussten wir die PU abbrechen, weil auch schon von. Wer hat sie, doch, wer hat denn bei Ihnen vergeben? Aber da wart ihr ja nicht bei. Wir mussten ja einmal wetterbedingt abbrechen und waren wir in einer Location, wo die Präsenz von allen Gerätschaften die Energie gezogen hatte und da konnten wir nicht mehr weitermachen. Aber sonst, wo wir auch mit unseren anderen Leuten aus unserem Team unterwegs waren, dann mussten wir bis jetzt noch nie die PU abbrechen. Fall nicht rein, Nathalie. Ja, hau raus, Benny. Aber sonst mussten wir bis jetzt noch nie die PU abbrechen. Jünger? Also ganz. Was? Jünger. Ja, ich bin hier der Jüngste, ich bin 28. Ist die PU sowas wie. Wie sieht denn ein Krankenhaus? Also, wenn morgens Arzt kommt und schaut, ob okay ist? Nein. Damit kannst du es nicht vergleichen. PU steht halt für paranormale Untersuchung. Wenn ihr abbrechen müsst, packt ihr dann zusammen, wenn ihr die Präsenz da ist? Ja, natürlich packen wir dann zusammen. Die Frage hättest du auch selbst beantworten können, Benny. Natürlich packen wir dann zusammen. Wenn wir abbrechen, ist es wohl logisch, dass wir dann zusammenpacken. Ist wohl logisch. Ja. Gib mir doch das Tablet. Bis jetzt hatten wir es noch nicht so, dass für die Präsenz gefährlich ist. Bis jetzt hatten wir es noch nicht, Denise. Wieso stellt man dann das K2 nicht wieder hin, wenn sie da ist? Das ist genau dasselbe. Das K2 steht doch. Was meinst du? Jetzt nicht erschreckt mir mein Finger. Was meinst du dann? Was doch hier steht. Das K2 steht doch da. Boah, Benny. Das
So langsam fängst du an zu nerven, nervst du weiter, fliegst du, ganz ehrlich. Kann das passieren? Gab es da schon Tote? Also die Tieffischstimme hat schon relativ tot gesagt, also ich weiß nicht, wie alt die Ruine ist, dazu gibt es auch leider kein Jahr. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier bestimmt welche gestorben sind, also dass hier mal früher welche in dieser Ruine gearbeitet haben und hallo Christopher. Und dass hier vielleicht welche ums Leben gekommen sind, das kann gut möglich sein. Benny, Augen auf und dann erst fragen. Ich finde die PU sehr interessant, mich interessiert sowas extrem. Ja, ist doch cool. Kann es aber passieren, dass die Präsenz jemanden umbringt? Nein. Ja, das ist, glaube ich, einer irgendwie die Kette auszumachen. Das Fenster da an einer Kerze. Das Schlimmste, was höchstens passieren kann, was uns aber bis jetzt noch nie passiert ist, so kenne ich es halt nur aus den Serien, die ich ja immer gucke. Wenn man es mit einem Dämon zu tun hat, dass der Dämon dir höchstens wehtun kann, mit Kratzern auf dem Rücken zum Beispiel. Das kann dir passieren. Oder auf dem Arm, je nachdem. Das kann dir höchstens passieren. Auch wieder Präsenz wieder. Aber bis jetzt hatten wir es auch noch nie mit einem Dämon zu tun gehabt. Strahlen. Und was für Strahlen meinen Sie denn? Meinen Sie die Strahlen von der Kerze jetzt gerade, wo Sie gerade sind? Versuchen die irgendwie auszumachen. Oder mein... Was? Extremistischen. Was war da? Ja? Hat man noch nie gehabt. Warte. Was meinen Sie damit? Kann es aber passieren, dass die Präsenz jemanden... Also, habt ihr auch ein Medium an eurer Seite? Ja, haben wir. 30? Das wäre ich in 2 Jahren. Oder wart ihr hier 30 Mitarbeiter in dieser Ruine hier? Na, das ist ja keine blöde Frage. Wäre es eine blöde Frage, hätte ich schon längst was gesagt, Sandy. Alles gut, ist ja keine blöde Frage. Wäre es eine blöde Frage, hätte ich schon längst gesagt, habe ich stell keine blöden Fragen. Aber solange es eine vernünftige, normale Frage ist, beantworte ich auch jede Frage. Wir haben keine Präsenz. Nur diese Benny stellt manchmal blöde Fragen. Kasper hat wieder kurz ausgeschlagen. Siehst du? Wenn Sie schon am K2 sind, dann lassen Sie das nicht nur kurz ausschlagen, sondern mal weiter ausschlagen lassen. Kommen Sie, zeigen Sie mal, wie viel Energie Sie haben am K2. Nicht nur mal kurz, auch mal länger, wie vorhin. Das haben Sie vorhin schon mal gezeigt gehabt, dass Sie K2 ausschlagen lassen. Weiter, komm. Das schaffst du, die Energie hast du am K2. Nicht nur mal ganz kurz, sondern mal weiter ausschlagen lassen. Die Energie hast du, das haben Sie uns schon öfters jetzt bewiesen. Bis ich 30 bin, so lange mache ich den Stream. Bis ich 30 Jahre alt bin, Nathalie. Nein, Spaß, bis halb. Bis halb mache ich, Nathalie. So lange könnte ich gar nicht streamen, so lange könnte ich auch nicht stehen, ey. Bis ich 30 bin. Immer will ich auch schwere Beine kriegen. Hier übernachten will ich ganz bestimmt nicht, ey. Ich meine, klar, ich bin ehrlich, Leute, irgendwo in irgendeiner Location, wo man halt drin wäre, so, würde mich mal reizen, so. Aber ob ich es machen würde, ist auch wieder eine andere Frage, dass man halt mal einen Overnighter machen würde, ne? Ja, wie sollen wir die denn transportieren, wenn wir irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs sind, Nathalie? Wieso sorgt ihr nicht dein Akku leer? Kann er ja auch machen. Er kann von mir den Akku auch von meinem Handy leer saugen. Kann er auch machen. Mir ist es ja egal, von wo der Energie zieht. Hauptsache nur von den Gerätschaften, nicht von mir. Und von mir auch nicht.
Hallo Easy. Hä? Nathalie, warum antwortest du auf dein eigenes Kommentar? Nathalie, warum die Smileys ist? Das ist nicht mal eine vernünftige Frage von Benny. Lol, Jan, lol. Ja, das ist eine normale Frage, ist auch gut, Benny. Wenigstens mal eine vernünftige Frage von dir, Benny. Das kann ich ja ruhig machen, dann kann ich auch ein bisschen Energie von meinem Handy ziehen, wäre mir ja egal. Solange er nur die Energie von meinen Gerätschaften zieht, ist mir ja egal. Aber nicht von uns. Yo, Brudi, was geht? Woher sofort? Wo ist ja normal, Digga? Ich kenne doch deine beiden Accounts. Ich weiß doch, dass du zwei Accounts hast, weiß ich doch. Was würde passieren, wenn man eine Seele ruft? Kommt drauf an, wie du es jetzt meinst. Kommt drauf an, wie du es meinst jetzt, Henny. Aber was passiert, wenn du dich neben das K2 setzt? Was soll da passieren? Dann kriegst du genau die gleichen Reaktionen, wie wenn ich jetzt nicht am K2 bin. Ist noch eine Präsenz hier anwesend? Berührt doch mal die Ghostbälle oder Bewegungsmelder oder K2-Melder. K2-Meter ist schon wieder ausgestimmt, ganz kurz. Und Ghostbälle sind gar nicht angegangen. Nee. Nur ein oder zweimal. Ja, stimmt mal. Ja, siehst du? Bewegungsmelder nur. Aber dann ja. Gar nichts mehr. Naja, die haben sich jetzt schlafen gelegt, Nathalie. Ja, ich habe keine Lust mehr. Keine Kraft mehr. Ja, natürlich ist Papa mit dabei. Wir haben Präsenz hier. Papa ist auch mit dabei, natürlich. Aber der ist im Hintergrund. Schreibt Jan gerade so, jo, Alex, dein alter Herr auch dabei? Ja, der ist im Hintergrund, ist der. Roger, du Pflaume. Hat Jan geschrieben. Hä? Ja, unser Jan. Welcher Jan? Oberflaume. Weiß nicht, wie ich es sagen oder schreiben soll. Schreib's einfach so, wie du denkst. Aber es ist wieder nur um Scannen und Präsenz sein. Schreib's einfach so, wie du es denkst, Sandy. Der Jan aus dem Norden. ehemaliger Wessi. Wenn man eine Seele ruft, kann es passieren, dass was Böses mitkommt. Also ich sag mal so, da du ja nicht weißt, wie du es besser beschreiben sollst, was sehr, sehr viele unwissend immer machen, wovon ich auch abrate, auch an der Stelle, was man nicht machen sollte, ja, ist halt kein Ouija-Brett benutzen, voll nicht unwissend dran gehen, auch nicht Charlie, auch nicht Gläserrücken machen, weil damit öffnest du ein Portal auch, weil viele gehen einfach unwissend an solche Dinge ran, weil sie denken, dass sie vielleicht ihre verstorbene Mutter, verstorbene Oma oder wer auch immer mit denen in Kontakt treten. Nein. Damit könnt ihr auch einen Dämon herbeirufen, weil ihr damit ein Tor zur Schattenwelt öffnet, in dem Sinne. Und dann könnt ihr auch nicht nur einen Dämon oder vielleicht auch einen Poltergeist herbeirufen. Deswegen rate ich davon ab, das nicht zu machen. Ich nehme keine Präsenz. Das ist so genauso wie mit dem Spiegel und Kerzen. Das sollte man ja auch nicht machen, Benni. Wenn wir aber keine Präsenz haben, dann gehe ich immer nach vorne, zeige ich mal. Ja genau, mach das mal. So, Mama zeigt jetzt auch noch die ganzen Bewegungsmelder, die ganzen Ghostbälle. Ja, weil viele gehen da unwissend dran. Nathalie hat ja gerade ihr Beispiel ja schon reingeschrieben. Die hat ja anscheinend so eine Erfahrung damit gehabt.
Deswegen, wir versuchen hier halt auf normale Art und Weise halt mit den Seelen zu kommunizieren. Jetzt geht der an. Jetzt geht der an. Ey, krass. Ey, der geht auch nicht mehr aus. Doch, jetzt. Können Sie den. Ich wollte gerade fragen, können Sie den Gospel nochmal machen? Ey, jetzt geht's aber ab. Jetzt hat er den Gospel gefunden. Nachdem ich es mal nochmal gezeigt habe. Meine Mama ist vor 2 Monaten gestorben und ich wollte irgendwie mit ihr reden, okay? Wir haben sie sehr schön jetzt gemacht. Können Sie es nochmal machen mit dem Ghostball? Können Sie den nochmal anmachen? Das waren ja toll, sind ja tolle Farben für Sie. Sehr schön. Davon reden wir im Chor. Lol. Könnte man sie nicht auch provozieren, sodass welche kommen? Nur eine Frage, nicht böse gemeint. Was? Könnte man sich nicht. Warum sollten wir. Können Sie das nochmal machen? Warum sollten wir die Seelen provozieren? Das haben wir ja nicht nötig. Können Sie den nochmal anmachen im Ball? Wir sind Ihre Lieblingsfarben, ja. Berühren Sie den nochmal. Wir provozieren ja die Seelen nicht. Warum sollen wir es auch? Richtig, Jan. Richtig. Geister sollte man allgemein nie provozieren. Richtig, Nathalie, richtig. Und schön, schön, wir haben eine Energiedose gerade. So, wir haben wieder Präsenz, Leute. Ist die Präsenz immer noch im Ghostball? Wenn ja, dann machen Sie den Ghostball nochmal an. Weil Sie haben ja anscheinend jetzt den Ghostball ja gefunden, nachdem er nochmal gezeigt worden ist, wo er ist. Wisst ihr schon, manchmal kommt die Reaktion mit dem Ghostball dann, wenn wir kurz vom Aufhören sind, ne? Ja. Was denn? Trink doch. Also wir haben bei uns eine Telegram-Gruppe, beziehungsweise eine Telegram-Gruppe haben wir bei uns ein Medium. Du kannst gerne bei uns in eine Telegram-Gruppe reinkommen, Sandy. Weil da siehst du auch immer, wann, sprich Datum und Uhrzeit und wer auch live geht. Also bei uns in der Gruppe kannst du auf jeden Fall nichts verpassen, wann wer live geht. Und ich poste in der Telegram-Gruppe auch immer den Stream, den ich dann hochgeladen habe, den poste ich auch rein. Also in der Telegram-Gruppe poste ich allgemein immer den Flyer, wann wer live geht. Und den Stream, den ich dann auf YouTube hochgeladen habe. Hallo Andrea, grüße dich. Genau, bei mir ist der Link zur Telegram-Gruppe und bei Nathalie auf dem Profil ist der Link zur Telegram-Gruppe auch. Und wenn noch eine Präsenz hier anwesend ist, dann lassen Sie den Gospel nochmal aufblinken. Haben Sie ja gerade gezeigt gehabt, wie das geht. Meine Mutter hat Ihnen das gerade gezeigt, dann haben Sie ja damit gespielt. Können Sie es nochmal machen? Ich kann auch einen Bewegungsmelder anmachen. Oder kann das zweite Mal ausschlagen. Präsenz, Leute. Hallo Luna, grüße dich. Ja, wofür eigentlich die Kerze? Warum nicht? Vielleicht schafft es ja auch die Präsenz mal die Kerze auszumachen. Das schaffen ja Seelen ja auch. Guten Abend, Samira. Wir haben wieder Präsenz, Leute.
K2-Trailer ganz kurz aufgeblinkt. Nur einen ganz kurzen Mal. Ja. Versuche wahrscheinlich wieder Energie jetzt zu sammeln, um dann wieder auszuschlagen zu können, wahrscheinlich. Ja. Dankeschön, guten dir, Andrea. Wo es mir ein bisschen nur warm war. Okay. Auch ganz gut, fast sehr schön, Andreas, das war die Hauptsache. Boah, haben wir schon wieder so wie am letzten Mal. Dass jetzt nichts mehr kommt. Wieder präsent, aber es kommt wieder nichts. Ist denn noch hier eine Präsenz anwesend, die gerne noch mit uns reden möchte? Oder die sich auch mit dem Gospel mal wieder zeigen möchte? Oder mit einem K2? Oder mit einem Bewegungsmelder? Schlafen gelegt. Meine Grenze. Aber wie im Haus wieder. Scan, 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 schwaches Signal. Präsenz, schwaches Signal, Präsenz. Wie im Haus. Mhm. Wir haben wieder Präsenz, es kommt nichts her. Das Kassfeld blinkt auch wieder nur ganz kurz auf. Ja. Nee, wird genau wie im Haus, Nathalie. Ich zeig dir das mal. Ja, es ist wieder unscharf, aber da steht die ganze Zeit nur Scan, 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 schwaches Signal. Nee, Scan, 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 Scan. Präsenz, schwaches Signal, Präsenz, schwaches Signal und Präsenz wieder. Kann man zwar nur unscharf erkennen, aber ich hab's halt vorgelesen. Wie im Haus. Hatten wir es ja auch gehabt. Präsenz ist zwar da, aber es wird nichts gesagt. Na gut, dann mache ich das Ghost Radio aber schon mal aus, wenn jetzt nichts mehr kommt. Ich warte noch, bis die Präsenz weg ist, dann mache ich das Ghost Radio aus. Dann kann ich ja noch so dann ein bisschen mit euch noch reden. Komisch, oder er kann gerade nicht reden. Das glaube ich nicht. Das ist höchstens eher komisch, dass schon wieder nichts kommt. Hauptsache das K2 steckt schon ein bisschen aus. Das ist das Einzige. Mhm. Kurze Momente, wenn ja. Das K2 aussteckt. Bewegungsmelder ist angegangen. Krass. Sehr schön. Das haben sie gut gemacht. Das haben sie sehr toll gemacht mit dem Bewegungsmelder. Hallo Sandra, grüße dich. Ja. Können Sie den Bewegungsmelder nochmal auslösen? Nee. Wenn Sie da vielleicht beim Bewegungsmelder sind. Dankeschön, guten dir, Sandra. Präsenz haben wir noch. Taschenlampe ist ausgegangen. Ja. Ne.
Ja, die ist zu kalt. Das ist die Kälte, ist das, die ausgeht. Das ist einfach nur die Kälte nur. Aber komisch, weiß aber, die ist aber an, obwohl es zu kalt ist. Ja, die ist aber, die steht da zu lange und die ist halt geschützt noch. Ich hab das draußen mal ausgemacht. Gefroren. Dann lass uns mal langsam die Flügel hier machen. So, auf jeden Fall an meine Modis. Macht mal bitte die Herzen rein, damit ihr auch ein bisschen Support bekommt. Hier. Machen wir halt nur mit einem Grünlicht jetzt weiter. Also, Dankeschön für das Team jetzt auf jeden Fall. Ja, aber siehst du, da was lang. Herr Wasser. Ist doch nur ein Bewegungsmelder. Ja, Bewegungsmelder, der aber durch eine Seele angegangen ist, aber Benny. So, da ist die Nathalie. Bei der könnt ihr auch gerne mal das Plus klauen, auf jeden Fall. Ist denn noch eine Präsenz anwesend? Berührt nochmal den Karten. K2 Meter, den Ghostball nochmal oder den Bewegungsmelder nochmal anmachen, wenn noch eine Präsenz hier anwesend ist. Ich würde mal sagen, lass mal komplett mal leise sein. Leute, jetzt könnt ihr mal hören, wie ruhig das hier ist, wenn wir mal leise sind. Ist schon krass ruhig hier, Leute. Wie gesagt, bei der Nathalie könnt ihr gerne das Plus klauen. Ich klau auch das Herz von Nathalie. Oh, Nathalie. Das ist mir zu unheimlich, wenn das zu ruhig ist. Mhm. Einzige Modi hier. Tja, und Emily hat sich ja nicht mal abgemeldet. Das finde ich schon wieder traurig. Gina weiß ich ja Bescheid. Und das K2 schlägt schon wieder aus. Also im Dunkeln sieht man nichts, kann auch eine Fliege sein. Nein, es war keine Fliege, Benny. War keine Fliege und keine Motte. Es war die Seele, die den Bewegungsmelder ausgelöst hat. Du kannst auch normal reden, Mama. Du brauchst nicht flüstern. Was ja, wolltest du sagen? Dieser eine Stein, da sieht aus wie so ein Griechen, zwei Augen, so eine Nase. Ja, wegen den Löchern, aber. So, meine Leute. Es wird langsam Zeit, dass wir auch Feierabend machen. Weil jetzt wird es langsam auch ein bisschen kühl hier. Wir sind nicht gerade weit weg vom Wasser. Und die Kälte kommt auch schon langsam hier rüber. Das ganze Herz schon kalt. Ja, und wir haben uns gefreut, dass wir hier sein durften, ne? Ja. Ich mache die Gospel einzusammeln auf jeden Fall. Ja. Kann es auch schon nicht als leuchtet. So, also ihr seht hier ganz kurz mal den Fabs und die Alexandra. Da, ich mache auch richtig, guck mal, ich mache den Punkt mal ganz klein. Da ist der Fabian. Und da ist die Alexandra. Ja. Ich mache den Punkt wieder größer. Was? Ja. So, ich muss leuchten. So, Benni nochmal. Weil du gefragt hast, was ein K2 ist. Hier, das ist ein K2 Meter. Und darüber können sich die Seelen bemerkbar machen. Jetzt siehst du, guck mal, wie das flackert. Wir sind jetzt. Weil ich auch nah am Handy bin. Dadurch, weil das halt auf elektrische Magnetfälle reagiert, das K2. Deswegen schlägt das K2 gerade so krass aus, weil ich nah am Handy bin. So würde ich jetzt aber wieder weiter weggehen. Dann. Ich habe nichts bei mir, was ausschlagen kann.
Also bei ihm ist das zum Beispiel. Ich bin im Bereich gerade und ich bin weit weg vom Handy. Also bei ihm ist das eine Seele, wie ich das so sehe. Bist du hier gerade neben mir? Was ist das denn? Ey, war ganz kurz bis zum roten Bereich. Ja. Und wie hell das Licht schon wäre. Kannst du das K2 nochmal so ausschlagen lassen? Lass es nochmal gerne bis zum roten Bereich ausschlagen, wenn du die Energie hast. Ich hab keine Angst vor dir. Ich hab mich nur erschrocken gerade. Ich hab keine Angst, ich hab Respekt. Lass es ruhig nochmal ausschlagen. Bist du hier gerade neben mir? Geh dann einen kurzen Ausschlag wieder. Aber so sieht auf jeden Fall ein K2 aus. Wie gesagt, wenn ich jetzt im Handy wieder näher dran gehe, siehst du das, wie das dann ausschlägt. Es reagiert halt auf elektronische Magnetfelder. Dafür steht das EMF, elektronisches Magnetfeld. Gut, sammeln wir das andere auch mal zusammen da. So. Ich hole schon mal das andere alles ran. So Leute, jetzt nicht wundern, wenn es jetzt gerade ein bisschen dunkel ist, weil wir sind jetzt auch hier auch am Aufräumen jetzt auf jeden Fall. Hallo Ela, grüß dich. Ja, wir sind jetzt hier alle am Aufräumen auf jeden Fall, deswegen. Nicht wundern, wenn es jetzt hier ein bisschen dunkel ist, auf jeden Fall. Oder, ey Papa, lass mal bitte irgendwo eine Lampe noch an, damit man wenigstens die Ecke noch sieht. Lass mal die Lampe da liegen, damit wir wenigstens noch ein bisschen da so Licht haben. So? Naja, ungefähr so. Ja, ich lasse den Streamer noch laufen, weil wir jetzt erstmal Sachen packen müssen, Leute. Deswegen werde ich jetzt ganz kurz nicht auf den Chat achten, auf jeden Fall. Die Ghostbälle hast du noch nicht? Doch, ich habe die Ghostbälle hier. Okay. Den habe ich schon. Die Box. Arsch. Warum? So Leute, also mich habt ihr die ganze Zeit nicht gehört. Ich bin Roger aus Nordrhein-Westfalen und sage Hallo. Langweilig. Hör mal auf zu leuchten. Boah, Benny, weißt du was, für dich wird es überhaupt nicht mehr langweilig, weil du nicht mehr in mein Stream reinkommen wirst. Du warst ein Follower von mir und jetzt bist du kein Follower mehr von mir. Ich block dich jetzt, Benny, ganz ehrlich. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ach, der hat viel Mist erzählt. Nein, nicht nur Mist erzählt, immer, dass es langweilig ist. Ja, soll das doch mal selber machen. So, ich hab Benny jetzt auf jeden Fall geblockt. Jetzt kommt er nicht mehr ins Stream. Jetzt kann er sich einen anderen Stream angucken. Ist mir scheißegal, in welchen Stream er reingeht. Er erzählt nur Mist dort. Ja, er meinte langweilig und ach, weiß ich alles. Hat immer richtig blöde Fragen gestellt, der. Ja, das sind Leute, die, weißt du? Ja, alles gut natürlich, ich hab den jetzt geblockt, jetzt kommt er eh nicht mehr in meinen Stream rein, hat er Pech gehabt. Du hast ja selber mitbekommen gehabt, was er für blöde Fragen gestellt hat. Doch. So, auf jeden Fall, Leute, kommt gerne auch in unsere Telegram-Gruppe, der Link ist bei mir in der Bio, bei Nathalie in der Bio. Schreibt jetzt alle mal eine 1 rein, wenn der Stream durchgelaufen ist, Leute. So, und ich tue mich schon mal verabschieden. Ich muss dir gleich was
auf Grünchen gehen, macht das, Nathalie. Ja. Wann kommt ihr wieder? Deswegen sagte ich jetzt, Sandy, komm bei uns in der Telegram-Gruppe, da verpasst du nichts, wann wer live geht. Was? So, meine lieben Leute, es hat mir Spaß gemacht, mit euch zu reden. Okay, ciao, Leute. Und möchte mich gerne bei euch verabschieden und möchte auch gerne, dass ihr hier